Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und heute, Jungs, gibt es mein ultimatives Godbridge-Tutorial. Wenn ihr nach diesem Video nicht Godbridgen könnt, Jungs, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist irgendwas schiefgelaufen. Aber ich hau einfach mal in den Raum, Jungs, das Godbridge easy ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass die meisten von euch wahrscheinlich einmal probiert haben zu Godbridgen und dann es einfach aufgehört haben, weil sie dachten, es wäre viel zu schwierig. Ja, ich werde euch heute vielleicht das Gegenteil beweisen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es eigentlich nur ein paar Schritte benötigt und ein bisschen Übung und dann klappt es eigentlich und dann könnt ihr eigentlich auch Godbridgen. Es ist nicht so schwierig, wie es immer aussieht. Es gibt nämlich nur drei Sachen, die ihr eigentlich beachten müsst, damit ihr Godbridgen könnt. Das wären einmal der kurze Abuse, dann das Aiming und das Timing. Wenn ihr die drei Sachen könnt, Freunde, dann seid ihr auf jeden Fall drin. Und holy shit, hab ich Bock, dieses Video zu machen. Einfach nur krank. Ich interessiere mich, glaube ich, viel zu viel für Bauern in den letzten Wochen. Ich weiß auch nicht, was da abgeht, Jungs. Aber ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mit dem Video. Let's go. Okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall auf dem MC Player Depot Net Server. Und ich würde sagen, Jungs, wir kommen auch direkt zum ersten Punkt. Gar nicht lang schnacken. Wir kommen nämlich zum kurzen Abuse. Das ist der erste Punkt auf der Liste. Und ich glaube, Jungs, das schafft eigentlich jeder, oder? Kurzes Abusen ist eigentlich, glaube ich, nicht so schwer. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch meine Handcam zeigen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, ich glaube, kurz Abusen ist einfach nicht so schwierig. Es ist halt nicht dieses komplett lange Abusen, sondern dieses schnelle kurze Abusen kriegt man eigentlich auch über die 10 CPS normalerweise hin, auch wenn man es nicht so gut kann. Also zumindest mit der Kane ist es relativ entspannt zu abusen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir verrutscht die Maus eigentlich so gut wie gar nicht. Vielleicht mal ganz, ganz wenig. Aber ja, einfach hinbekommen, dass die Maus nicht verrutscht, dass man einen kurzen Abuse einfach macht, über die 10 CPS kommt. Da gibt es jetzt nicht so die übelsten Tricks dafür, aber ich glaube, dass das relativ jeder hinbekommt. Ich glaube, so ein kurzer Abuse ist nichts Schwieriges, sollte jeder hinbekommen. Wir kommen auch direkt zum zweiten Punkt und das wäre das Aiming, Freunde. Nämlich, wenn man an den Block unaimt, kann es sein, dass man schnell verrutscht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so länger Godbridgen würde, würde ich halt, ja, vom Block runterrutschen. Ist nicht so geil, deswegen gibt es auf jeden Fall drei kleine Unterkategorien, würde ich sagen, die das Ganze vereinfachen. Wenn man in die Badland-Settings geht, dann kann man auf jeden Fall unter Crosshair ganz easy das Fadenkreuz wechseln. Es gibt da so eine Variante, die heißt Arrow und wenn ihr die anhabt, Jungs, und das richtig eingestellt habt, dann habt ihr da sozusagen so eine kleine Hilfestellung, was das angeht. Bei mir ist es jetzt nicht richtig eingestellt, aber dadurch geht es halt, kann man halt ultra gut anvisieren und hat somit auch ein, ja, weiß man direkt, wo man hinvisieren soll. Ihr seht schon oben links, Freunde, wo ihr hinaimt. Und das ist mal minus 35. Auf der anderen Seite ist es dann minus 45. Auf der Seite wäre es 45. Und auf der Seite wäre es 135. Bisschen unter der Kante einfach. Ich glaube, so wild ist das da nicht an der Stelle. Dann verrutscht ihr absolut gar nicht. Und ihr kommt eigentlich nicht von den Blöcken runter. Das ist relativ entspannt. Ich werde es mal kurz demonstrieren. Also einfach unaimen. Minus 135 treffen. Und dann so Godbridgen. Ja, das ist eigentlich der zweite Punkt zum Aiming. Oder ihr macht es auf jeden Fall so, wie ich es gemacht habe und gelernt habe, einfach, ja, die Koordinaten nicht eingeblendet zu haben und einfach so zu Godbridgen. Mit dem Fadenkreuz könnt ihr es theoretisch machen am Anfang, aber ich glaube, die Koordinaten verwirren eher, anstatt dass man, ja, dadurch lernen kann. Und generell ist auch wichtig, erstmal die anderen Sachen, ja, gut hinzubekommen, bevor ihr wahrscheinlich das Aiming perfekt hinbekommt. Also einfach ein bisschen unter dem Anfangsblock aimen und dann passt es eigentlich. Der dritte Punkt ist auf jeden Fall das Timing, Freunde. Und der ist wahrscheinlich mehr Übungssache als alles andere. Dadurch, dass man sich das einfach nur einprägen muss und dann kann man es eigentlich. Also wenn ihr auf jeden Fall euch Clips anschaut beispielsweise oder generell, wo Leute Godbridgen, es ist halt wirklich, ihr müsst euch einfach nur abgucken, wie andere Leute das machen, beziehungsweise welches Timing die haben. Könnt ihr es eigentlich, habt ihr schon das Timing raus. Natürlich muss man beachten, wenn man jetzt Godbridgt, dass man irgendwann springt, weil sonst fällt ihr einfach runter und sozusagen den Godbridge resettet an der Stelle. Das macht man meist nach 8 Blöcken, also ja, ist jetzt glaube ich nicht 8 Blöcke, sind glaube ich nicht 8 Blöcke gewesen. Macht man auf jeden Fall nach 8 Blöcken. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann springt er einfach. Also es ist relativ simpel. Einfach immer nach dem 8. Block springen. Aber am Anfang ist es, glaube ich, wenn ihr es gerade so lernt, ist es nicht so wirklich schlimm, wenn ihr auch ein bisschen früher springt. Ich glaube, das ist eher so eine Sache, wenn man schon ein bisschen besser kann, ja, erst 8 Blöcke zu machen und dann nach dem 8. Block zu springen. Wieder 8 Blöcke, nach dem 8. Block springen. Ihr wisst, was gemeint ist, Jungs. So, das wäre auf jeden Fall jetzt ein Line gewesen. Immer mit 8 Blöcken Abstand, dann gesprungen. 8 Blöcke wieder gesprungen bis zum Ziel. Das Timing, die Timing-Sache ist wirklich einfach nur dieses Einprägen von wie schnell man abused und wie schnell nicht. Okay, Freunde, kleine Runde nochmal Skywars, um zu demonstrieren, dass Godbridge auf jeden Fall in Skywars auch gut machbar ist. Kleine Runde Pines. Ich glaube, das sollte relativ gut am Start sein. Perfekt. Sehr schön. Schön OP-webbed. Und ja, sollte auf jeden Fall tot sein. Sehr gut. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gappen auch direkt rein und gehen auf jeden Fall mal da hinten auf den Baum drauf. Perfekt. Sehr schön. GG auf jeden Fall. Eine kleine Runde Camping wird auf jeden Fall noch gespielt, Jungs. Ganz klare Sache. Das war ein richtig cleaner. Holy shit, der war richtig gut. Okay, Freunde, ich glaube, wir zögern auch gar nicht lange so wirklich es hinaus und gehen direkt zu dem Kollegen da drüben. Okay, war ein bisschen close. Gebe ich zu. Okay. Sehr schön, sehr schön.
mein Gott, ich war so... Oh mein Gott, ich war halbes Herz. Holy shit, was ist gerade passiert? Oha, noch eine Enderperle. Nimm ich mit, nimm ich mit. Oh mein Gott. Nein, Bro, mach doch nicht den. Geh weg. Ich mag dich nicht, geh weg. Nein, ja, flieg runter, runter. Bro, geh doch, nein, flieg doch. Oh. Junge, ich kriege wieder halbe Roman im Chat. Wird hier halbes Buch geschrieben nebenbei. Okay, Freunde. Bro, hä? Was macht der? Let's go. Okay, GG auf jeden Fall. War eine sehr gute Runde, Jungs. Okay, Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem kleinen Video, mit dem kleinen Godbridge-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es hat, lasst so gerne eine positive Wertung da oder ein Abo, falls ihr nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace.